Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder Onkel Noob. Wir machen weiter mit Episode 5 des Tutorials. Nicht wundern, ich bin in der Zwischenzeit nur nach Jita geflogen, zu meiner Kestrel. Ja, ja, der Starbase Wirbelfeier, demnächst. Und das wollen wir jetzt mal kurz ausrüsten, das Schiffchen. Ja, allzu viel Strom haben wir nicht. Schauen wir mal. Werfer. Da möchte ich gerne. Ship Equipment. Threads and Base. Und hier hätte ich gerne. Missile Launcher. Light Missile Launcher. Alle hätte ich gerne, weil der ganz gut ist. Aber er ist teuer, ne? Es geht. Den Skill haben wir. Attribute. Sekunden, das ist nicht gerade schnell. Naja. Was sagt der hier? 16 Sekunden, der ist noch langsamer. Nee, dann. War das schon okay mit dem Light Missile Launcher? Nein. Das nicht. Variante Ample Light. Ja, dann kaufen wir doch mal 4 Stück. Ob der das bewältigt kriegt. 4 Stück. Oh oh. Prozent unter regionalen Durchschnitt. Also günstig gekauft. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Jetzt werden wir mal gucken, wie das Stromnetz sinkt. Wenn ich hier drauf gehe, guckt da unten, was er mir abzieht. Naja, schauen wir mal. Einen. Zwei. Drei. Ich könnte praktisch 4 drauf machen. Ich möchte aber noch einen Afterburner haben. Ich will auch noch Schilde haben. Oh Gott. Wir brauchen erstmal Raketen. Das vergesse ich da gleich wieder. Missiles. Light Missiles. Und zwar von Standard. Hiervon bitte. Inferno Light. Hoppla. Station. Skill Training abgeschlossen. Ja, der Cent macht's jetzt auch nichts mehr. Davon hätte ich gerne mal tausend. Von den Mjolnir, also die machen hier Thermalschaden mit dem roten Kopf, die machen EM-Schaden. Kommt eigentlich seltener vor. Mal 600. Naja, wir haben 4 Werfer. 800. D.
Die Nova machen Explosionsschaden. Preise gehen eigentlich noch. Auch 800. Mhm. Und die Sans machen Kinetikschaden. Oh, preiswert. Null, null, null. 1000 Stück. Ich hole mir noch ein paar Inferno dazu. Die brauchen wir meistens. Nochmal 1000. Gut, dann stapeln. Bitte alle in Frachtraum. Wenn wir die jetzt beladen, sind wir mit Inferno, die brauchen wir meistens. Was für einen Schaden machen wir denn dann? Ach ja, schief, bitte hierhin. Genau drauf zeigen. So. 30,7 DPS. Oh, ist okay. Ist nichts Überwältigendes. Aber wir können sie auf 24 Kilometer Flugreichweite. Nicht schlecht. Skills müssen wir noch hochtreiben. Ich möchte mir einen Salvager zulegen. Puh, kriegen wir das? Salvager. Ein Salvager 1, der reicht. Oh ja, Salvager Level 1 müssen wir noch lernen. Uff, bitte. Jetzt auf Level 1 erlernen, ja, okay. Ja, lange braucht er. Teufel! 24 Minuten können wir den benutzen. Also vielleicht noch innerhalb dieses Parts. Ah, da muss ich noch viel machen mit den Missiles, um die hochzukriegen. Auf Schaden. Gut. Trotzdem legen wir uns den schon mal zu. Den preiswertesten bitte. Tun wir schon mal in den Frachtraum. Wird knapp mit dem Strom. Ich will unbedingt noch ein auf der Burner. Ein 1mn Afterburner und so ein Experimental. Aber der kostet ein bisschen mehr, ist klar. Merker. Ich kaufe ihn, ja, ja. Ich will jetzt nicht reißen. So, den könnten wir eigentlich reinladen. Und der wird wahrscheinlich jetzt ordentlich. Ah. Wir sind noch stabil. Das kann man hier lesen, rechts. Normale Geschwindigkeit 373, eine Höchstgeschwindigkeit mit auf der Bahn 811. So. Schilde kriege ich wahrscheinlich nicht mehr rein. jetzt geht es los. Da muss ich skillen. Ja, Ship Equipment war schon... Nee, doch war richtig. Shields. Und zwar möchte ich Shield Hardener. Schildhärtung. Adaptiv Shield Hardener.
Oh, das kostet. Tactical Shield Manipulation, ja, das läuft ja gerade. Der gibt überall 25%. Small Shield Extender. Hier der FS9 Regulate. Der Verbrauch ist 2,17. Was gibt der denn? 225 HP. Voraussetzung, ja. Shields Upgrade Level 1. Haben wir nicht. Ich werde irre. Den Rest haben wir. Super. So, lern ihn, ja. Okay, dann diesen hier. Wir kommen gleich an unsere Grenze. Dann hätte ich gerne noch Damage Control. Millionen, ne, brauche ich mir ja nicht angucken. Gottes Willen. Das ist schon richtig teuer. Mann, Meter. Aber die Dinger sind auch scheiße gut. 1 Gigajoule Aktivierungskosten. Der macht nämlich Schadensresistenz auf die Schilden nochmal 9,5% auf alle. Auf die Panzerung 12% und auf den Rumpf nochmal 54% Resistenzen. Was braucht der? Wie viel besser ist der? 10,5, 13, 56. Boah. Nee, ist zu teuer. Wir nehmen den hier. Das ist schon teuer genug. Wahrscheinlich kann ich ihn noch nicht mehr verwenden. Hull Upgrades muss ich auch kaufen. Ja gut, das geht schnell. Gott. Ja. Ja. Das war's erstmal, glaube ich. Dann muss ich erstmal skillen, bis zum geht nicht mehr. Damit wir hier noch die Low Slots belegen können, noch ein paar. Moment. Jetzt wird's richtig teuer. Jury Rigging. Rigging. Ship Modification. Rigs.
Ich brauche Energie, sehr wahrscheinlich. Und zwar noch eher wie Computer. Hallo, Rix. Energie, Rix. So. Small? Oder passt hier schon Medium rein? Der hier. Was macht der? Diese Schiffsmodifikation wurde dazu entwickelt, die Wiederaufladerate des Energiespeichers des Schiffes zu verbessern. Aufladerate wollte ich eigentlich nicht. Was ist mit dem? Stromnetzkapazität. Den meine ich. Was kostet der? Was kostet der? Ja, vergiss es. Wie viel Geld haben wir denn noch? Könnten wir. Ich will aber erstmal was anderes. Missile Launcher Rix. Was gibt's denn da schön? Nee, ich glaube Small muss es sein. Es ist ja nur eine Fregatte. Nee, lädt nur schneller. Fluggeschwindigkeit, Nachteil, nee. Raketen zu erhöhen, auf Kosten eines erhöhten CPU-Bedarfs für Raketenwerfer. Brauche ich noch nicht. Ich glaube, dann lassen wir erstmal. Die Energie reicht überhaupt nicht aus. Wenn wir nach und nach erst einbauen können, die Sachen. So. Das heißt. Schön, dass wir den schon mal haben. Den können wir bald einsetzen. Wir zischen wieder ab. Wir müssen nach Huitra. Was habe ich denn jetzt in Kyusoku noch liegen? Hä? Ach ja, die Venture, klar. Siehst du? Schon wieder vergessen. Und los! Haben wir ja schon geladen. So, springen wir mal. Warp-Antrieb aktiv. So sieht unser Schiffchen aus. Nicht schlecht. Kann man denn jetzt auch die... Ja, da sind sie, die Batterien. Und wenn die feuern, dann klappen die sie richtig auf und laden nach. Das sieht also wirklich alles animiert. Stark. Schick, 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 schick. Ah. So, ich will noch eine Mission machen mit der neuen. Auch wenn wir noch nicht salvagen können.
Antrieb aktiv. Cool, cool. Sehe schon, die Jacke müssen wir auch verkaufen, die andere. Ich will euch ein bisschen was bieten. Aber ist okay. Spätestens, wenn wir den Mining-Karriere-Agenten machen, werde ich dann offline abends ein bisschen minern, um damit wieder Geld reinkommt. Was? Ja? Versteht ihr? Ich zeige euch, wie das geht mit dem Minern. Ein, zwei Mal und dann ist aber auch gut, weil das ist nicht so spannend. Kann man zum Abschluss des Spielens mal machen. Ein, zwei Runden. Dann ist man auch richtig müde. Ist entspannt dermaßen. Das hätte man gerade abgeschossen. So, unsere Kestrel. Ja, 811. Das hört sich schon ganz gut an. Das kann man alles noch steigern. Aber wir haben die Skills nicht dazu. Und ich möchte euch auch jetzt nicht so lange warten lassen, immer so 3 Tage dazwischen. So, momentan kommt immer diese Woche, ja, weil es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, jeden Tag eins zu machen, aber alle 2 Tage. Vielleicht am Wochenende oder mehr. Aber die sind ja auch recht lang, die Sachen, die wir machen, ne? Also, sind jetzt keine 15 Minuten Kapitel. Warp-Antrieb aktiv. Sondern eher 3x 15 Minuten jeweils. Ja, 15 Minuten ist auch zu langsam, weil da kriegt man nichts geschafft. Dann kann man, wenn man Glück hat, in 15 Minuten kann man eine Mission machen, darf aber gar nichts anderes groß erklären. Sondern hin, abschießen, zurück, beenden. Und das wird zu sehr uns rausreißen. Ich möchte mich mit euch Zeit lassen, damit ihr das auch versteht. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Oder wenn ich was anders machen soll. Ich könnte auch offline einkaufen. Ja. Wenn euch das nicht interessiert. Also kein Thema. Schreibt es einfach rein. Weil sonst weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Sonst mache ich einfach so weiter, wie ich denke. Andockerlaubnis erbieten. Anfrage zum Andocken angenommen. So. Was haben wir denn schon gelernt? Noch nichts, ne? Hull-Upgrades. Mhm. 7 Minuten. Okay, dann kann man noch nichts groß machen. Das Zeug schleppe ich aber jetzt nicht mit. Das machen wir hier rein. Ja, die Raketen lassen wir mal hier drinne. Wer weiß. Vielleicht werden wir ja abgeschossen. So, angeboten. Bitte noch eine. Cashback-Kapselpiloten 4 von 10. Tahama heißt derjenige, der Ihnen bei der letzten Mission entwischt ist. Zufälligerweise bin ich hinter ihm her. Aha. Seit er einen Freund von mir ermordet hat. Einen Mann namens Arewachi. Itela. Nun gut, wir werden unsere Vergeltung gewiss bald bekommen, aber lassen Sie uns das für einen Moment vergessen. Eine meiner Patrouillen hat ein verstecktes Sprungtor in einem großen Raumverwerfungsfeld entdeckt. Natürlich sind Sprungtore ohne offizielle Genehmigung illegal, da Langstreckenscanner sie wegen der Interferenzen der Raumverwerfung von nicht erfassen können. Meine Männer haben die Position mit einem Lesezeichen versehen, aber ich will, dass sie das Gebiet ausspähen. Lassen Sie mich das wissen, was sie dort gefunden haben. Aha, wir sollen also nichts töten. Finden Sie das Sprungtor und nähern Sie sich ihm. Ah ja, nur nähern. Ja, jetzt kriege ich einen Afterburner. Aber der ist nicht so gut. Wie meiner, den ich habe.
Ja, gut, okay. Kommt in das andere Schiff rein. Sie erhalten die folgende Belohnung als Bonus, ja. Ich soll... Das ist verdächtig. Wahrscheinlich sind die Gegner so stark, dass sie mich innerhalb von Sekunden wegschießen. Also nur gucken und wieder raus. Okay. Akzeptieren. Ja, drei Verteidigungsschichten, ich weiß. Ja, ich habe aber noch nichts, was ich reinbauen könnte. Ein zivilen Shield Booster, den kannst du vergessen. Ja, Leute. Wenn ich den einbaue ins Schiff, dann bricht mein Netz zusammen oder schafft es. Ja, die hat etwas mehr, aber... Zivilien Shield Booster, Moment. Info. Und um das mal zu vergleichen, weil wenn ich jetzt wieder Info drücke, dann habe ich nur ein Feld mit Shift und Info. Wo ist denn hier Info? Moment mal. Info und Shift. Kriege ich ein zweites Fenster. So, dann kann ich die beiden vergleichen. Den Zivilien mit ihm. Ach, der Zivilien, der macht 5, der braucht nur 5 Gigajoule. Ja, der ist extra klein gehalten. Ja, 7 HP macht er aber auch nur und der andere 26. Oh oh. Verbrauch 1, ja. Small Shield. Kriege ich den Small Shield Booster reingebaut? Da. Ah, ist nicht mehr stabil. Nee. Dann nehmen wir den Zivilien. Da bleiben wir stabil. Der macht zwar nichts groß. So, und jetzt muss ich natürlich umstellen. Shield Booster. Shield Boost Rate. So. Jetzt macht er nämlich in 3 Sekunden 7 HP. Sonst macht er in 2 HP die Sekunde. Ja, 6 HP nur. Der passt noch nicht, ne? Nee. Shield Upgrades Level 1. Weil der wird nämlich schon schön helfen. Der Salvager, kann ich den einbauen? Raus damit? Ja, weg. Fehlt mir noch das Skill Salvaging Level 1. Okay, dann. Grrr. Du wieder rein. Und laden. Ja, das ist doof. Okay, den haben wir drin. Bevor sie fortfahren, weiter. Warpen zum Kampf, Schauplatz der Mission, aktivieren Sie Ihren Schildbus. Sobald Sie anfangen, Schaden zu erleiden, achten Sie darauf, wie schnell sich der Schild regeneriert, sobald der Schildbooster aktiviert ist. Weiter. Ihr Schildbooster wird durch die Energie aus Ihrem Energiespeicher versorgt. Wenn der Energiespeicher leer ist, schaltet sich Ihr Schildbooster automatisch ab. Ja, das wird er natürlich vielleicht werden, wenn ich auch noch schieße. Ja, eigentlich nicht. Ich bin stabil. Bei 44%. Ja. Die hohe Kunst des Schildtankens besteht darin, ihren Energiespeicher sowie ihre Schilde schlau zu verwalten. Ja. Ja, okay. Tanking. Wenn Sie jetzt auf Fertig klicken, wird dieses Tutorial geschlossen, um es erneut zu öffnen. Drücken Sie F12, Jan Williams. Wenn ich den Teufel tue, wenn ich F12 drücke, dann bricht mein Let's Play ab. Fertig.
Können wir den Webifier noch dazu machen? Ja. Wir sind immer noch stabil. Aber nicht mehr lange. Was geht jetzt hier zu Ende? Hull-Upgrades. Das heißt, ich könnte... Wo ist das Teil? Hier. Hier brauche ich, glaube ich, Hull-Upgrades. Ja. Den, wenn ich den noch reinbauen könnte. Ein Gigajoule braucht er. Und, ja. 1 und 21. Könnte vielleicht... Wir versuchen es mal. Oh, jetzt. Ja, schafft er noch. Ja, das ist ganz hervorragend. Unsere Verteilung ist schon auf 1368 HP. Und wenn ich die noch einschalte, die Sachen, dann ist das noch höher. Okay. Also droht uns hier richtig Böses, würde ich mal so sagen. Ja, dann mal los. Mhm. Den möchte ich gerne hierhin haben. Hierhin. Den bitte hierhin. So. Oh Gott. Ist das wieder... Okay. Wenn ich nämlich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich 1368. Wenn ich die alle aktiviere, ja, den nur noch. Tut sich auch nicht viel mehr. Ja gut, der baut ein Schild ab, was er nicht abbauen braucht. Gut, dann... Warp-Antrieb es aktiv. Wird ernst. So, direkt den Schild, den können wir da ausschalten. Wir wollen jetzt nichts verbraten. Sofort einschalten, haben die gesagt. Wahrscheinlich müssen wir ganz schnell wieder rauswarpen. Einschalten. Schmugglers-Target. Geht nichts außer diesem verlassenen Sprungtor gefunden, das teilweise hinter einer anhäufigen Stätte. Ich rate ihm mit Vorsicht vorzufahren, da Schmugglertore wie dieses nur selten unbewahrt sind. Ihr Agent hat sie angewiesen, sich dem Sprungtor anzunähern. Machen sie sich für einen Rückzug bereit. Ja. Ich glaube, der ist auch vonnöten dann. Nein. Hier bitte. Annähern. Wir kriegen richtig einen drauf jetzt. Und dann, ich gehe schon mal hier auf zurückwarpen. Andocken. Kriegen wahrscheinlich jetzt heftigst Schaden. Bin schon auf 8000 dran. Hey, was ist denn jetzt los? Oh, das mache ich ganz ungern. Hier mitten rein fliegen. Okay. Andocken. Warp-Antrieb aktiv. Ich krieg echt Schaden. Aber das hilft. Gut, abgeschlossen. Und man sieht, wie schnell das hier runtertankt, ne? Zack. Kein Schaden mehr. Klasse. Diese Civilian-Sachen, die kann man natürlich nur in diesem Tutorial benutzen. Anfrage zum Andocken angenommen. Die helfen später in richtigen Missionen nichts mehr, ne? Da muss man sich die echten holen. Die verbrauchen natürlich auch mehr. Aber bis dahin haben wir wahrscheinlich auch mehr geskillt. Klasse.
Ja, Mission abschließen. Gut gemacht. Das kennen wir alles, Leute. Okay, Energiespeicher, ja. Makro-Warp-Antrieb fertig. Wir haben Geld gekriegt, ja. Sollen wir noch einen machen? Ich glaube, ja. Ich bin untröstlich, dass Ihr Schiff während der Mission Schaden genommen hat. Ja, ja, auf. Versuchen Sie es einmal mit einem Nachbrenner. Ja, ja. Er wird Ihnen helfen, wenn Sie das nächste Mal Fersengeld geben müssen. So, die folgenden Ziele müssen erreicht werden. Warum Sie zum Raumverwerf... Ah, ne, wir müssen Mission erfragen erstmal. Wie es scheint, ist das Sprungtor, das Sie bei Ihrer letzten Mission untersucht haben, nur als Köder für Sie aufgebaut worden. Nachdem Sie die Gegend verlassen haben, fand unser Säuberungskommando eine Nachricht von Tahama. Er möchte Sie auf einem kleinen Reparaturaußenposten in diesem System persönlich treffen. Und zwar ohne Begleitung. Sie müssen den Mann nicht töten. Aber ich würde es begrüßen, wenn Sie wenigstens herausfinden, warum es hier eigentlich geht. Wie ich schon erwähnte, hat er meinen Freund Arevachi Itela ermordet und ich schulde es Arevachis Andenken, diese Sache weiterzuverfolgen, weil werden wir ihn wahrscheinlich doch töten. Wenn Sie diese Mission annehmen, kann ich Sie mit einem zivilen ballistischen Abwehrschild versorgen. Es ist nichts Besonderes, wird Ihre Schildresistenzen aber gegen kinetischen Schaden rüsten, welcher normalerweise von Goristas-Raketen verursacht wird. Ja, den nehme ich doch. Den kriegen wir auch reingebaut. Das hoffe ich doch wohl. Ziel, treffen Sie sich mit dem Piraten am Reparatur-Außenposten, folgen Sie seinen Anweisungen, erstatten Sie dann Ihrem Agenten Bericht. Kann ich den wirklich einbauen? Ja. 1 Megawatt, 40 TF, dann wird es langsam eng. 25 Gigajoule. Naja, den kriege ich nicht eingebaut. Wie sieht denn unsere kinetische... Sieht eigentlich recht gut aus mit 40%. Ja, wir haben ja hier auch schon was getan, ne? Das schaffen wir nicht. 10 Gigajoule. Und ich würde mir gerne eine Waffe rausbauen. Ladung entfernen. Kann ich den Salvager schon einbauen? Hey. Nein, nicht online entfernen. Ja. Kann ich den Salvager schon einbauen? Na, immer noch nicht. Wo ist denn Salvaging? Hier. Komm, den nach vorne. Und dann bauen wir wieder raus, hat ja keinen Sinn. Fülle ich die schon wieder auf. Da bringt uns ja dann nicht mehr so dolle was. Noch ein Modul kann ich nicht reinbauen. Ich bin bei 19,4%. 1,1 Gigajoule. Das ist ausgereizt, glaube ich. Gut, dann folgen Sie Ihren seinen Anweisungen und erstatten Sie dann Ihren Bericht.
Ja. Haben wir. Okay. Ja, ich weiß. Ich kann das Teil nicht einbauen. Obwohl, wir müssen sich was anderes ausbauen. Moment mal. Vielleicht dann doch den ausbauen, den brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt. Oh, gerade so. Ja, okay. Oder geht der auch noch? Nee. Ja, die würde noch gehen, 2 Minuten. Aber lieber so. Guristas. Eventuell muss ich andere Raketen nehmen. So, dann ja, Mission abschließen. Das machen wir noch. Komm. Es wird spannend. Nein, nicht fortsetzen. Huhuhu. Der wird mit uns quatschen Warp-Antrieb aktiv. wahrscheinlich. Ihr bitte. Ja. Die sind alle aktiv, die Dinger. Ja, deswegen verbrauchen die auch so viel. Ich glaube, dann schalten wir die gleich mal ein, ne? Ja. Schön, Sie zu sehen, Freibeuter. Ich soll Ihnen von Steen etwas ausrichten. Sie haben eine ganz schöne Tortur hinter sich, nach all dem Gerangel mit unseren Frischlingen und der Falle, die wir Ihnen stellten. Hut ab! Dass Sie da heil rausgekommen sind. Sie sind ein mutiger Pilot und genau den suchen wir. Oh. Keine Überraschungen für Sie. Was? Sicher, wir befinden uns im Herzen der Republik Minmata und sind ständig auf der Suche nach Leuten, die unsere Flotte bereichern. Ihr hier seid so viel besser ausgebildet als die meisten Dreckpiloten, die es bei uns zu Hause gibt. Hier also mein Vorschlag. Machen Sie bei unserem Agenten Meldung, dass Sie sich unserer Sache anschließen. Und sie werden sich dumm und dusselig verdienen. Die eingebildeten Corporations im Hoheitsgebiet der Minmata haben ihnen nichts zu bieten, was wir nicht verdoppeln oder sogar verdreifachen können. Die haben es an ihre ISK und überlassen anderen Schweinen die Drecksarbeit für einen Hungerlohn, den der Brotfrau aus dem kläglichen Rest ausspuckt. Sie sind mehr wert als das, wenn sie sich von diesen niedrigen Kapitalisten ab und sie werden ihren. Er versucht uns zu überreden. Zu unser Angebot nachhin doch. Nee. Schließen. Junge, du bist dran. Umkreisen. 20 Kilometer. Aufschalten. Bumm. Und alles einschalten. Bautz. Oh, was braucht der lange zu schießen? Ja, weil. War's das? Boah, was für ein Riesengebiet. Aber hier unten ist nichts mehr. Asteroiden. Broadcast Tower. Broadcast Tower. Cleflands Repair. Nee. Habitation Module gehe ich nicht dran. Da sind Menschen drin. Wer? Nee. Das war's. Sauber. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder. Nun muss ich aber mit meiner Kapsel zurück zur Basis. Ja. Die Kapsel kann man nicht abschießen. Das ist so gemacht. Gescriptet. Alle nachladen und beruhigt euch. Kein Strom mehr verbrauchen. Wir müssen springen. Und zwar. Würde ich doch mal sagen, ne? Haben wir erfüllt? Warp-Antrieb aktiv. Ja, haben wir erfüllt. Hier. Hübsch, hübsch. Ja, Leute, wir kommen so langsam voran. Andockerlaubnis erbeten.
Anfrage zum Andocken angenommen. Also mit so einem Ding ist ganz nett zu kämpfen. Schöne große Entfernung. Der andere kann uns nicht angreifen, weil er nicht nah genug rankommt. Schließen wir das mal ab. Sehr, sehr schön. Und wir sind wieder reich. So langsam sammelt sich hier was an, ne? Shield Management. Das haben wir doch schon, ne? Nee. Hey. Nee, nee, abbrechen. Was sagt denn das Konto? Aha. Kopfgeldauszahlung. Aha. Missionsbelohnung, Agent, Z-Bonus, Corporation Steuer. Geil. Ja, wie im richtigen Leben. Steuern zahlen. Ja, das waren die Einkäufe. Dann hier Belohnung, Z-Bonus. Ja, da haben wir ein bisschen Geld ausgegeben, ne? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. So long und bye bye und fly safe, euer Onkel Loop. Ciao!